Radha heißt wörtlich Wohlstand, Erfolg. Radha ist aber insbesondere der Name einer Gopi, einer Kuhhirtin, auch Milchmagd genannt. Radha war die Geliebte von Krishna. In mancher Vaishnava-Tradition die Geliebte von Krishna und die Frau von Krishna. Radha ist der weibliche Aspekt von Krishna. Es gibt viele Geschichten um Radha und die Schriften widersprechen sich auch dort. Es gibt die Geschichte, dass Krishna war in einem Hirtenstamm, der weiterhin, wo Gopis und Gopas waren. Und Krishna war wunderschön und strahlte Liebe aus. Und die Gopis verliebten sich alle in Krishna und sie wollten Krishna heiraten. Die Gopis machten sogar besondere Tapas-Übungen, besondere Askese-Übungen, um Krishna in gewogen zu machen. Und mit Mantras, es gibt zum einen ein spezielles Mantra, um einen Mann zu bezirzen, dass er in Liebe zu der Frau entbrennt. So eine der Traditionen. Und die Gopis wussten aber, Krishna war nicht irgendein Mann, er war ja noch dazu noch jugendlich. Er war Gott und so wollten sie auch Gott verehren. Und so stimmte Krishna nach einer Weile zu, ich werde in der nächsten Vollmondnacht werde ich mit euch zusammen sein. Und so gab es eine Vollmondnacht, Krishna spielte die Flöte und alle Gopis, zum Teil waren sie sogar verheiratet, zum Teil nicht, alle Gopis verließen ihr Zuhause und gingen in den Wald. Und alle Männer waren wie von Zauberhand schläfrig und schliefen, die Gopis waren alle wach. Sie kamen zu dieser Lichtung im Wald und dann vervielfältigte sich Krishna, so dass er mit jeder Gopi tanzen konnte. Und es entstand Rasa Lila, dieses gefühlsvolle Lila, das voller Emotionen. Und jede Gopi spürte die Gegenwart von Krishna. Jede Gopi war voll Liebe erfüllt. Und sie spürten diese göttliche Liebe von Madhurya Bhava, Gott als gefühlt Bhava, in Liebe Bhava, als der Geliebte. Und dann plötzlich dachte jeder dieser Gopis, ja, ach Krishna ist mit mir und er ist besonders mit mir, er liebt mich mehr als andere. Und in dem Moment, wo die Gopis das gedacht hatten, war das Ego zurück. In dem Moment verschwand Krishna. Es gab nur eine Gopi, die dieses Ego nicht hatte, das war Radha. Radha dachte nur an Krishna und hatte keinen Gedanken, ob sie besser oder schlechter war als Krishna. Und so blieb Krishna mit Radha zusammen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Geschichten, wie es weitergeht. In der Bhagavatam heißt es, dass am nächsten Tag Krishna Vrindavan verlassen hatte, um an den Königshof von Kamsa zu gehen und hat dann die Gopis nicht wieder gesehen. Es gibt andere Traditionen, die klingen vielleicht etwas romantischer und schöner, die sagen, dass Krishna mit Radha dann zusammenblieb, auf ewig zusammenblieb und den Rest seiner Inkarnation auf dieser Erde mit Radha zusammenblieb und dann auch mit Radha zusammen die Welt wieder verließ. Radha als Inkarnation von Lakshmi, Rama als Inkarnation von Vishnu, Radha, Krishna, das ewige Paar. Die meisten der Lieder zur Verehrung von Krishna enthalten auch Radha und sie folgen dieser zweiten Tradition, die davon ausgehen, Radha und Krishna, ewiges göttliches Liebespaar, symbolisieren letztlich die Liebe von Mensch, symbolisiert durch Radha, und Gott, symbolisiert durch Krishna. Auch die Liebe des ewig Weiblichen und Männlichen, die letztlich eine Einheit bilden, sogar in Gott. Auch die Liebe an sich, Radha und Krishna, die göttliche Liebe, auch als Liebe zwischen Mensch und Gott und Mensch. Radha. Du kannst auch nochmal versuchen, Radha richtig auszusprechen, auch wenn ich es vorher zwischendurch auch nicht so ganz klar gesprochen habe. Ist nicht Radha, ist nicht Radha, sondern Radha, Radha. Radha Krishna, Radha Krishna, Kana Lola, Radhe Govinda, Radha, O Radha, segne uns, O Radha, erfülle unser Herz mit Liebe, O Radha, führe uns zu Krishna, O Radha, mögen wir eine ähnliche Liebe haben wie du zu Krishna, möge deine Liebe uns durchdringen, O Radha, möge unser Herz Krishna und dir eins werden. Jai Shri Radha.